Vor 20 Jahren wurde ein Kind in Frankfurt entführt und ermordet. Am vergangenen Freitag ist ein 11-jähriger Junge in Frankfurt entführt worden. Wenige Tage nach der Entführung des Frankfurter Bankierssohns Jakob von Metzler haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Der 11-jährige Jakob von Metzler ist tot. Heute bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen, blicken wir auf eines der aufsehenerregendsten Verbrechen der deutschen Kriminalgeschichte. Sie hat den Prozess von Anfang an begleitet, HR-Gerichtsreporterin Heike Borowka. Dann fährt er mit der Leiche im Kofferraum zum Anwesen der Eltern, um den Brief mit der Lösegeldforderung dort zu hinterlegen. Er, das ist Magnus Geften, der verurteilte Mörder. Wir treffen uns noch einmal mit seinem damaligen Verteidiger. Die Kindstötung ist die Krone der Ungeheuerlichkeit. Der Mord an Jakob von Metzler, eine Chronik des Unfassbaren. Es ist der 27. September 2002. Jakob ist auf dem Weg von seiner Schule in Frankfurt nach Hause. Doch dort wird er nie ankommen. Magnus Geften ist Jurastudent, verschuldet, trifft die Kinder der Metzlers oft und will unbedingt Teil der High Society sein. Er entführt den Bankierssohn, will 1 Million Euro erpressen. Geften erstickt den 11-Jährigen schon kurz nach der Entführung mit Klebeband. Magnus Geften hat so viele Tabus gebrochen, dass selbst der Sachverständige Probleme hatte, das zu erklären. Also wir müssen uns vorstellen, Tabubruch ist ja schon von vornherein, wenn ich einen Menschen umbringe. Dann tötet er ein Kind. Dann tötet er ein Kind, das er kennt. Und dann ist dieses Kind auch noch der Bruder einer jungen Frau, der Nähe er ja ständig sucht. Also der kennt alle Beteiligten. Dann fährt er mit der Leiche im Kofferraum zum Anwesen der Eltern, um den Brief mit der Lösegeldforderung dort zu hinterlegen. Und dann bringt er dieses Kind weg, kassiert trotzdem immer noch das Lösegeld und verrät hinterher auch nicht, wo die Leiche ist. Die Familie Metzler hat sich zu der Tragödie nie öffentlich geäußert. Sie ist eine der ältesten noch aktiven Bankiersfamilien Deutschlands. 3 Tage nach der Entführung wird Geften festgenommen. Er ist geständig. Im April 2003 dann der Prozessbeginn vor dem Frankfurter Landgericht. Das war ein Prozess, an dem die Öffentlichkeit richtig Anteil genommen hat. Schon als der Junge verschwunden ist, war das ja so. Diese ganze Stadt war wirklich in Aufregung. Und das spürte man auch noch während dieses Prozesses. Es waren unglaublich viele Zuschauerinnen und Zuschauer da. Also die Stadt war wirklich interessiert daran, dass dieses Verbrechen in irgendeiner Form aufgearbeitet wird. Geftens Aussage später vor Gericht beinahe unerträglich. Weil er in einer Form detailliert geschildert hat, wie er dieses Kind umgebracht hat, dass zumindest ich dachte, das ist das lebenslang mit der besonderen Schwere der Schuld jetzt. Und zwar deshalb, weil er beschrieben hat, wie er am Körper dieses Kindes gespürt hat, wie der Junge stirbt. Da gehört so viel Rohheit dazu und so viel Empathielosigkeit, dass ich damals schon dachte, wie kann man sowas nur erzählen? Bereits vor dem Beginn des Prozesses kommt heraus, dass Geftens Geständnis unter Androhung von Folter erzwungen wurde. Und zwar so. Da kommt jetzt ein Originalton. Neger zu dir in die Zelle und vergewaltig dich. Das alles ist fast völlig unglaublich, was da gesagt worden ist. Wegen der Folterandrohung wird der Frankfurter Polizeivize Wolfgang Daschner angeklagt und auch verurteilt. Zu einer Geldstrafe kommt es aber nicht. Was da passiert ist, ist ein absoluter und maximaler Tabubruch, der nicht sein darf, weil der dann keine Grenzen mehr kennen würde. Also wo fangen wir an, Menschen zu foltern und wo hört das dann auf, wenn wir doch noch so viele andere Möglichkeiten haben und die hat der Staat. Geften seinerseits will Entschädigung für die Folterandrohung und bekommt sie auch. Das Land Hessen muss ihm 3.000 Euro plus Zinsen zahlen. Seine Würde sei verletzt worden, hieß es im Urteil. Magnus Geften hat sich ja festgelegt auf die Rolle des Folteropfers. Und ich glaube, das tut er bis heute. Lebenslange Haft mit besonderer Schwere der Schuld, so das Urteil. Einen Antrag auf frühzeitige Entlassung hat Geften zwar gestellt, aber dieser wurde im Mai 2019 abgelehnt. Magnus Geften hat sich, glaube ich, bis zum heutigen Tage nicht mit seiner Tat auseinandergesetzt. Und das ist die unbedingte Voraussetzung dafür, jemals wieder auf freien Fuß zu kommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch in Deutschland lebenslang bedeutet. Aber
Das Bundesverfassungsgericht hat mal gesagt, jeder muss mindestens die theoretische Chance haben, wieder rauszukommen. Das heißt, ich habe immer das Recht darauf, prüfen zu lassen, bin ich jetzt vielleicht resozialisiert, kann man mich wieder rauslassen, bin ich nicht mehr gefährlich für die Allgemeinheit. Das Recht hat er natürlich auch, aber dafür brauche ich Gutachter, die mir das bescheinigen. Und ich glaube, die wird er nicht finden. Seine Strafe verbüßt Magnus Gefgen in Kassel. Er hat mittlerweile seinen Namen ändern lassen. Dieser Name bleibt Jakob von Metzler und erinnert daran, dass ein 11-jähriges Kind aus Geldgier kaltblütig ermordet wurde.